Jetzt ist wieder mit harscher Kritik zu rechnen. Herbert Fuchs, der Finanzsprecher der Freiheitlichen, hat jetzt seine 5 Minuten in dieser aktuellen Stunde. Präsidentin, Mitglieder der Bundesregierung, Hohes Haus, werte Zuseherinnen und Zuseher. Laut Ministerratsvortrag möchte die Bundesregierung mit dieser Steuerreform zusätzliche Impulse für Wachstum und Beschäftigung sorgen. Die einzigen Wachstumsbereiche, die ich erkennen kann, sind eine Zunahme der Arbeitslosigkeit, der Staatsschulden, der Arbeitskosten, der Bürokratie und der Abgabenquote. Die Hauptschuld an der Lage der Wirtschaft liegt nicht in Europa, wie Sozialminister Hunsdorfer meint, sondern in Österreich. Bei Sozialminister Hunsdorfer selbst und seiner Reformblockade und bei vielen anderen Entscheidungen dieser Bundesregierung. Wie intensiv unsere Bundesregierung an der Lösung des Problems der Rekordarbeitslosigkeit arbeitet, zeigt sich daran, dass der im Mai zunächst für Juni und dann für Juli angekündigte Gipfel nun erst im September stattfinden soll. Da scheint man es nicht wirklich eilig zu haben und die bis dato gemachten Vorschläge klingen nicht wirklich zielführend. Zum Beispiel möchte Sozialminister Hunsdorfer die Überstunden höher besteuern und verkennt vollkommen, dass viele Arbeiter auf diese Überstunden angewiesen sind, weil sie sich sonst das Leben nicht mehr leisten können. Sogar eine Maschinensteuer hat der Sozialminister schon vorgeschlagen. Wann begreift dieser Sozialminister endlich, dass man mit neuen Steuern keine Arbeitsplätze schaffen bzw. sichern kann? Die Arbeitsplätze werden mit Masse von den vielen kleinen heimischen Kleingewerbetreibenden und mittelständischen Unternehmen geschaffen. Diese sind das Rückgrat der heimischen Wirtschaft und in Anbetracht der derzeitigen Rekordarbeitslosigkeit ist eine Entlastung der Klein- und Mittelbetriebe, insbesondere bei den Lohnnebenkosten, unbedingt erforderlich. Was nützt den Bürgern eine Lohnsteuerentlastung, wenn sie keine Arbeit haben? Die Bundesregierung macht aber genau das Gegenteil. Sie stellt die Unternehmer unter den Generalverdacht, Abgaben zu hinterziehen und belastet die Klein- und Mittelbetriebe mit höheren Abgaben. Diese Steuerreform wird mit einer langen Liste wirtschaftsfeindlicher Maßnahmen gegenfinanziert, wie zum Beispiel Verlängerung der Abschreibungsdauer für Gebäude auf 40 Jahre, Erhöhung der Käst auf Gewinnausschüttungen von GmbHs. Eine Familien-GmbH ist künftig mit einer Gesamtsteuerbelastung von 45,625% und zwar ab dem ersten Gewinneuro konfrontiert. Einlagenrückzahlungen von GmbHs werden steuerlich erschwert. Abschaffung des Bildungsfreibetrages und der Bildungsprämie. Einführung einer versteckten Erbschafts- und Schenkungssteuer durch die Erhöhung der Grunderwerbsteuer. Verteuerung von Betriebsübergaben. Erhöhung der Höchstbeitragsgrundlage in der Sozialversicherung, was den Faktor Arbeit weiterhin verteuert. Erhöhung der Immobilienertragssteuer. Erhöhung der Umsatzsteuer und so weiter. Ein klares Nein zu diesen wirtschaftsfeindlichen Maßnahmen, die diese Bundesregierung als Steuerreform bezeichnet. Die hohen Lohnnebenkosten sind arbeitsplatzschädlich und müssen sofort gesenkt werden. Die Abschaffung des Wohnbauförderungsbeitrages wäre ein Schritt in die richtige Richtung, da der Wohnbauförderungsbeitrag ohnehin nicht mehr zweckgebunden ist und dieser von den Ländern überwiegend für schlechte Spekulationen und auch für die Fütterung des parteinahen Wohnbaugenossenschaftswesens verwendet wird. Auch mit der Zwangsmitgliedschaft an Arbeiterkammer- und Wirtschaftskammerbeiträgen gehört endlich aufgeräumt. Wenn ein Arbeitnehmer so wenig verdient, dass er keine Steuern zahlt, ist das der Arbeiterkammer egal. Die Arbeiterkammerumlage ist trotzdem fällig. Unglaublicher ist nur die Kammerumlage 1 der Wirtschaftskammer, deren Höhe sich vom Wert der Vorsteuern bemisst. Wenn also ein Unternehmer, was in Zeiten wie diesen ohnehin immer seltener der Fall ist, mehr investiert, so erhöht sich automatisch die Kammerumlage 1. Es ist unglaublich. Durch die Abschaffung der Wohnbauförderungsbeiträge und der Zwangsmitgliedsbeiträge könnte man Lohnnebenkosten von rund 1,8 Milliarden Euro im Jahr einsparen. Die Unternehmer wären dann wieder in der Lage, vermehrt in Humankapital zu investieren. Auch beim FLAF-Beitrag und beim ISG-Beitrag besteht ein Kürzungspotenzial.
Summa summarum werden Wirtschaft und Bürger durch diese Steuerreform nicht entlastet, sondern belastet. Eine Entlastung der Klein- und Mittelbetriebe, insbesondere bei den Lohnnebenkosten, ist jedoch unbedingt erforderlich, um die Rekordarbeitslosigkeit zu senken. Als Nächste zu Wort gemeldet, Frau Abgeordnete Magistra Birgit Schatz, bitte.